Hi, ich bin Jule, ich bin 30 und ich leide an CFSME. Die Diagnose hat mein Leben einmal komplett auf den Kopf gestellt. Seit Januar 2019 bin ich EU-Rentner und im April 2020 hat sich mein Zustand so stark verschlechtert, dass ich kaum noch das Haus verlassen kann. Derzeit ist mit genug Pacing und ausreichender Organisation ungefähr einmal in der Woche möglich, das Haus zu verlassen. Doch danach ist mein Zustand auch immer so schlecht, dass wirklich eine Woche lang genug Ruhe angesagt ist. Ich war schon immer ein Typ, der gerne und viel gemacht hat. Auch in meinem damaligen Job bekleidete ich eine Führungsposition. In Verbindung damit zu sehen, dass Leute in meinem Alter so viel machen, unternehmen und erleben, ist echt nicht einfach, muss ich zugeben. Ich mache mir ganz oft selber Druck, ich möchte jetzt. Denn wenn man plötzlich an einem Tag aufgrund eines Adrenalinschubes dann doch mal mehr Energie hat oder sich genug ausgeruht hat, dass man jetzt doch mal für ein paar Stunden funktioniert, übertreibt man es einfach. Und dann kommt da auch noch der Druck der Außenwelt. Denn sind wir mal ehrlich, ME/CFS ist einfach noch nicht genug anerkannt. Und wenn dann auch noch die Sprüche von außen kommen, dann ist der Druck einfach nochmal viel, viel größer. Denn wie oft wurde ich schon damit konfrontiert, von Freunden, von Familie, aber auch von so vielen Ärzten, dass es doch nur eine Depression ist. Bleiernde Müdigkeit, kaum Energie bereits am Morgen und dieser quälende Brain Fog sind für mich echt am schlimmsten. Das Gefühl, in meinem Alter schon ständig kognitiv abzubauen, ist für mich echt nicht einfach, muss ich zugeben. Wenn man ständig das Gefühl hat, dass man das noch vor ein, zwei Jahren konnte und es jetzt einfach nicht mehr so recht begreift, Zusammenhänge oder was für mich wirklich am schlimmsten ist. Ich war früher in der Schule tatsächlich sehr Mathe begeistert und heute ist Kopfrechnen für mich einfach absolutes Megaproblem. Aber jetzt auch mal ein ganz banales Beispiel, was für mich ganz, ganz eigenartig ist, zuzuschauen, wie mein Mann Sven den Haushalt schmeißt. Einfach auf der Couch zu liegen und zu gucken, wie er den Abwasch macht, saugt. Und das ist ganz, ganz eigenartig, muss ich zugeben. Aber ich muss auch sagen, dass wir das enorme Glück haben, finanziell so gut dazustehen, dass wir es uns einfach erlauben konnten, zu sagen, okay, es ist egal, wo ich leide, es ist egal, wo ich diese Symptome habe, es ist egal, wo ich nur einmal in der Woche das Haus verlasse. Wir haben einfach unsere Zelte abgebrochen und sind derzeit in Norwegen jetzt schon seit fast 6 Monaten. Und wir konnten uns damit auch einfach einen Traum erfüllen, nämlich nochmal was anderes von der Welt zu sehen. Leider ist das einfach vielen überhaupt nicht möglich, weil die finanzielle Absicherung einfach überhaupt nicht da ist. Selbst ich stand ein Jahr lang ohne finanzielle Mittel da, da meine Rente einfach partout nicht bewilligt wurde. Unser Wunsch für die Zukunft ist einfach, dass mein Zustand sich jetzt noch so lange so hält, dass wir uns noch einige Wünsche erfüllen können. Auf unsere Art und Weise, uns ist bewusst, dass wir das nicht auf eine normale Art und Weise können, aber dass wir es halt irgendwie noch hinkriegen, uns bestimmte Träume zu erfüllen und einfach eine gewisse Anerkennung auf verschiedenen Ebenen, auf einer privaten Ebene, aber auch auf bürokratischer. Weil dort gibt es einfach noch extrem viel Nachholbedarf.